Es ist der vielleicht letzte weiße Fleck auf europäischen Landkarten. Skipperia, bei uns besser bekannt als Albanien. Jahrzehntelang hermetisch abgeschottet von der Außenwelt, klaffen kaum irgendwo sonst Vorurteil und Realität so weit auseinander wie hier. Albanien ist arm, es ist aber auch reich. Reich an Bergen, an landschaftlicher Vielfalt. Ein Land mit warmherzigen Menschen und mediterranem Lebensgefühl. Wer Albanien bereist, sollte bereit sein für außergewöhnliche Überraschungen. Albanien liegt am westlichen Rand der Balkanhalbinsel. Nur 2 Stunden Flug entfernt von Deutschland. Und doch für viele von uns ein unbekannter Ort. Der erste Teil unserer Reise führt uns in den Norden des Landes, in die albanischen Alpen. Besser bekannt unter dem Namen die Verwunschenen Berge. Eine von Gletschern geformte hochalpine Landschaft nahe der Grenze zu Montenegro. Die Verwunschenen Berge gelten als Albaniens ärmste Region. In den vergangenen 20 Jahren sind viele Menschen von hier weggegangen. Nur noch 80 Einwohner leben in dem Dorf Theth. Es gibt keine ärztliche Versorgung, keine höhere Schule, keinen Bäcker oder Lebensmittelladen. Francesc Harushas Familie ist trotzdem geblieben. Sie betreiben hier im Sommer ein Gästehaus für Rucksackreisende. Neben der Landwirtschaft ist es ihre einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Der 15-jährige Francesc kümmert sich um das Vieh. Jeden Morgen bringt es auf die nahegelegene Weide. Die Tiere kennen den Weg und stoppen für eine kurze Trinkpause am Schala. Der Gebirgsfluss fließt auch im Sommer als wilder Strom durchs Tal. Francesc muss sich bald entscheiden, ob er zum Schulbesuch in die nächstgrößere Stadt, nach Shkodra, geht. Es ist schön hier. Ich will hier bleiben. Jeden Morgen wacht man auf und sieht die Berge. Wenn ich für die Schule nach Shkodra gehe, sehe ich meine Familie nicht. Wenn ich hier bleibe, brauche ich 2 Stunden, um in die Schule zu kommen. Und 2 Stunden für den Rückweg. 4 Stunden. Und das im Schnee. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Ich werde das zusammen mit meiner Familie entscheiden müssen. Theth liegt inmitten des gleichnamigen Nationalparks. Er wurde schon 1966 unter dem kommunistischen Regime von Enver Hoxha gegründet. Francesc hat den Kommunismus selbst nicht mehr erlebt. Doch die Auswirkungen der mehr als 40 Jahre dauernden Diktatur prägen das Land und seine Menschen bis heute.
sei es im höchsten Norden oder im tiefsten Süden Albaniens. Durch die verwunschenen Berge geht es über die Hochebenen, vorbei an sprudelnden, kristallklaren Gebirgsbächen und grünen Tälern weiter gen Westen, nach Valbona. Nahe der Grenze zum Kosovo und Montenegro sieht man die Überreste der kommunistischen Diktatur an jeder Ecke. Tausende von Bunkern prägen die Landschaft. Die früher streng bewachte Grenzregion zum ehemaligen Jugoslawien ist heute zu einem beliebten Ziel von Naturliebhabern geworden. Die touristische Entwicklung setzte in Albanien erst spät ein, da das kommunistische Regime jahrelang keine Besucher erlaubte. In den vergangenen Jahren hat sich der Ökotourismus in Valbona zum wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Mehrere Hotels für Extremsportler und Individualreisende sind hier entstanden. Eines von ihnen gehört der Amerikanerin Catherine Bone und ihrem albanischen Mann Alfred. Vor 7 Jahren lebte ich in Brooklyn, New York, wo ich einen Buchladen hatte. Nach 8 oder 9 Jahren hatte ich viele Flugmeilen gesammelt. Und ein Freund von mir meinte, du warst seit Jahren nicht im Urlaub. Und ich erinnerte mich, dass ich als Kind Albanien mal von einem Boot aus gesehen hatte. Also entschied ich, ja, ich mache eine Reise. Und er fragte, wohin fährst du? Und ich sagte, Albanien. Und er, was? Aber in der Minute, in der ich hier ankam, dachte ich, was für ein toller Ort. Die Natur, die Menschen, so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Dinge, die nur darauf warten, dass sie passieren und auch passieren müssen. Also, es ist so eine Art von Druck, der an einem Tag aufregend und an einem anderen Tag beängstigend ist. Aber es ist ein guter Platz. Ich habe das Gefühl, gebraucht zu werden. Der Wildtierexperte Alexander Tratsche ist zu Besuch bei Catherine. Auf dem Weg durch die Berge hat er Aufnahmen von illegal gefangenen Tieren gemacht. Ich meine, nirgends in Europa passiert sowas. Wir sind wahrscheinlich das einzige Land auf dem Kontinent, wo sowas noch vorkommt. Obwohl offiziell verboten, werden in Albanien seltene Wildtiere wie dieser Braunbär zur Belustigung in Restaurants gehalten. Die Wilderei stellt ein großes Problem dar. Sogar der akut vom Aussterben bedrohte Balkanluchs ist auf diesen Videobildern zu sehen. Die Mutter der Bären ist erschossen worden. Natürlich sind die Bedingungen, unter denen die Bären in Gefangenschaft leben müssen, schlimm. Aber nicht minder schlimm ist die Tatsache, dass die Mutter getötet wurde. Wenn sie die Mutter erschießen, erschießen sie eben nicht nur die einzelne Bärin, sondern auch alle jungen Bären, die sie hätte haben können. Niemand weiß genau, wie viele Bären, Wölfe oder Luchse in Albanien noch in Freiheit leben. Als Säugetierexperte der größten Naturschutzorganisation Albaniens hat Alex Tradje durch seine Arbeit schon viel über das Verhalten und die Lebensräume der bedrohten Säuger herausfinden können. Catherine und ihr Mann unterstützen Alex seit mehreren Jahren und hängen Fotofallen in den nahegelegenen Wäldern auf. Das letzte Mal waren sie vor 2 Wochen unterwegs. Wir hatten eine Kamera auf einem Weg weiter oben angebracht. Und ich konnte mich nicht erinnern, ob ich sie entfernt hatte. Also wollte ich das kurz checken. Und als ich um die Ecke bog, lief mir ein kleiner Babybär gerade über den Weg, dem seine Mutter folgte. Und ich tat das Dümmste, was man machen kann. Eigentlich müsste ich es besser wissen.
Aber ich schrie nach Alfred. Und die Bären sah mich. Es war eine junge Bärenmutter, die ihr Junges wahrscheinlich das erste Mal aus der Höhle führte. Das Junge war winzig, ungefähr so groß. Die Mutter war nur so groß. Also sie fiel mich an und ich habe mich auf den Boden geworfen, so wie man das eben machen soll. Sie hat dann meinen Arm gegriffen, mich geohrfeigt, hat sich umgedreht und ist abgehauen. Catherine hatte Glück, dass die Bärin sie nur gewarnt hat. Der Vorfall hätte tödlich für sie enden können. Genau wie Theth ist auch das Valbona-Tal ein Nationalpark, der in den 60er Jahren entstand. Schutzgebiete existieren in Albanien oftmals nur auf dem Papier. Sie halten die Bevölkerung vor Ort nicht davon ab, illegal zu roden, Brände absichtlich zu legen oder auf die Jagd zu gehen. Durch Fotofallen will Alex mehr über das Verhalten und die Populationen von Bären, Wölfen und Luchsen erfahren. Catherine setzt sich für einen besseren Schutz des Nationalparks ein. Daran soll sich auch nach ihrer schmerzhaften Begegnung mit der Bärin nichts ändern. Im Gegenteil. Wir sind alle sehr aufgeregt momentan, weil es ein wirklicher Weckruf war. Wir versuchen uns schon seit Jahren mehr auf den Naturschutz zu konzentrieren. Es ist super, mit der Naturschutzorganisation PPNEA zu arbeiten, weil sie hierher kommen und wir fokussiert arbeiten. Sonst sind wir abgelenkt durch den Alltag und das Hotelgeschäft. Aber der Vorfall hat uns gezeigt, dass wir keine Zeit mehr verschwenden können. Wir müssen diese Tiere verstehen lernen. Wir müssen wissen, wo sie sind und was sie machen. Die Einheimischen hier haben mit ihnen seit Hunderten von Jahren erfolgreich koexistiert. Wir können ihr Wissen nutzen und das anderer Bärenbeobachtungsprogramme in Europa. Und so mehr über die Tiere erfahren. Dieses Wissen nützt dann den Touristen, aber viel wichtiger noch dem Naturschutz. Folgt man dem Fluss Valbona weiter in Richtung Süden, mündet er in den Drin. Mit seinen vielen künstlichen Stauseen ist er drin wie eine natürliche Verkehrsstraße, der die Menschen in den abgelegenen Bergregionen miteinander verbindet. Der schönste der Stauseen ist wohl der Koman. Dass der See eine kleine Touristenattraktion geworden ist, hat er vor allem Mario Moller zu verdanken. Der 23-Jährige befördert mit seinen Booten Anwohner, Tiere, Lebensmittel und auch Touristen in die unwegsamen Gebiete rund um den See. Mario nennt den Koman gerne seinen Girlfriend. Eine Liebesgeschichte, die schon sein ganzes Leben lang anhält. Mein Vater hat mit dem Bootsbetrieb begonnen. Es waren anfangs sehr kleine Boote mit kleineren Motoren und 15 bis 20 Sitzen. Er hat vor allem Dorfbewohner und Leute aus der Gegend transportiert. Oder das Vieh, das die Leute über den Stausee nach Shkodra bringen wollten. Die Liebe zu diesem See und den Booten wurde mir und meinem älteren Bruder in die Wiege gelegt. Und zur gleichen Zeit war es die einzige Möglichkeit, unsere Familie zu ernähren. So haben wir vor 8 Jahren langsam mit dem Tourismus angefangen. Letztes Jahr starb sein Vater bei einem Autounfall. Mario ist nun das Oberhaupt der Mollers, eine Verantwortung, die er sehr ernst nimmt. Wir haben hier ein Gewohnheitsrecht, das noch immer gilt. Wir nennen es das Landgut und es ist Teil des Kanun. Landgut besagt, dass ich den Boden und das Haus meines Großvaters zu schützen und zu bewahren habe. Ich habe das Haus also wieder auf Vordermann gebracht und biete es den Touristen als Unterkunft an. Mein Hauptanliegen ist aber, das Land, auf dem ich geboren wurde, zu schützen.
Direkt am Ufer des Comansees liegt das Haus seiner Familie. Marius' Schwester und seine Mutter sorgen für die Verpflegung der Touristen. Die Geschlechterrollen sind im Norden Albaniens klar verteilt. Frauen bleiben zu Hause und kümmern sich um die Familie und die Kinder. Gastfreundschaft wird groß geschrieben. Das besagt das Gewohnheitsrecht, der sogenannte Kanun. Er ist bis über die Landesgrenzen bekannt. Eine Gesetzessammlung aus dem Mittelalter, die das Zusammenleben der Menschen in den unwegsamen Bergregionen Nordalbaniens regelte. Der Kanun ist auch heute noch allgegenwärtig. Ehre, Respekt, Blutrache und Vergebung, aber nicht zuletzt Gastfreundschaft, haben in Nordalbanien eine große Bedeutung. In den kargen, abgeschiedenen Bergregionen leben nur wenige Menschen. Das Leben ist hart, die Menschen hier bitterarm. Immer an einem Tag im Juli wird das Fest der Vergebung gefeiert. Am Abend treffen sich die Familien und sitzen bis tief in die Nacht zusammen. Nach dem Gewohnheitsrecht des Kanun können in genau dieser Nacht Familienstreitigkeiten und Feindseligkeiten beglichen und Vergebung ausgesprochen werden. Philipp Martini ist im sogenannten Rat der Ältesten und erklärt uns die Bedeutung des Kanun. Wenn es zum Beispiel einen Streit oder ein Missverständnis gibt, dann greift der Rat der Ältesten mit den Gesetzen des Kanun ein. Auch wenn jemand einen Mord begangen hat, entscheiden die Ältesten, ob sie vergeben können oder nicht. Der Kanun steht im Widerspruch zu der heutigen Gesetzgebung. Sie unterscheiden sich stark voneinander. Beim Kanun kann man töten und um Vergebung bitten. Aber mit den offiziellen Gesetzen käme ich dafür ins Gefängnis. Frauen haben im Kanun immer schon einen niedrigeren Status als die Männer gehabt. Aber der Kanun spricht sich gegen die Gewalt an Frauen aus. Familie Martini wird noch bis spät in die Nacht ihren Raki trinken und das Fest der Vergebung feiern. Unsere Reise geht weiter Richtung Nordwesten. Am adriatischen Küstenstreifen nahe Montenegro findet sich eine außergewöhnliche Naturlandschaft. Die Buna, der zweitgrößte Adria-Zufluss, schiebt hier, mit dem Fluss drin vereinigt, große Wasser- und Sedimentmassen vor sich her in Richtung Mittelmeer. Sand und Geröll lagern sich in der breiten Mündung ab und haben so eine Auenlandschaft mit sandigen Ausläufern geschaffen, das Buna-Delta. Thank you.
Entlang des 30 Kilometer langen Sandstrands mit seinen Lagunen hat sich ein wahres Paradies für Fische und Vögel entwickelt. Doch die Naturschätze des Buna-Deltas und des nahegelegenen Scutari-Sees sind gefährdet. Vor allem illegale Bautätigkeit, Vogeljagd und die Planung von Staudämmen drohen die Idylle zu zerstören. Südlich des Scutari-Sees liegt die Stadt Shkodra. Sie ist mit mehr als 140.000 Einwohnern die größte Stadt des Nordens. Hier leben vor allem Katholiken, während der Rest Albaniens mehrheitlich muslimisch ist. Es ist keine Seltenheit, dass ein Muslim eine Christin heiratet oder umgekehrt. Man hält sich an das Sprichwort, die Religion des Albaners ist das Albanertum. Ein Satz, der bis heute nichts von seiner Bedeutung verloren hat. Wir verlassen Shkodra und den nahegelegenen Scutari-See. Es geht weiter gen Süden. Mit der Eisenbahn. Auf einer der wenigen verbliebenen Zugstrecken Albaniens. Die Verbindung von Shkodra nach Tirana gibt es seit 1982. Afedita Gjipali arbeitet seit 34 Jahren für die albanische Eisenbahn. Für sie hat sich seit Ende des Kommunismus nicht viel verändert. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern tuckert der Zug in Richtung Tirana. Die Gleise sind alt. Investiert wird immer gerade so viel, dass der Betrieb irgendwie weitergehen kann. Ich mochte diesen Job schon immer, weil er ein sehr ehrlicher Job ist. Der Kontakt mit Menschen ist mir wichtig. Die Kommunikation mit den Leuten. Der Job dient der Gemeinschaft. Und jede Gemeinschaftsarbeit ist gut, weil man neue Leute kennenlernt. Ich mag es, den Menschen und der Gemeinschaft zu dienen. Das mochte ich schon immer. Heute sind in ganz Albanien nur noch drei Strecken in Betrieb. Die Albaner lieben ihre Autos. Die meisten Leute haben Autos, müssen zur Arbeit und wollen ihre Erledigungen schnell hinter sich bringen. Um von der einen Stadt in die andere zu kommen, ist das Auto natürlich schneller als der Zug. Die Züge hier sind sehr langsam und die Fahrgäste haben nur ein geringes Einkommen.
Von Shkodra nach Durres kostet das Ticket nur 160 lek. Nach 2,5 Stunden Fahrt für 40 Kilometer steigen wir in Lesa, nördlich von Tirana, aus. In der Region leben vorwiegend Obst, Gemüse und Viehbauern. Die kleine Stadt und das Umland liegen an der schmalsten Stelle des albanischen Küstenlandes. Die junge Generation ist meist in die Großstädte abgewandert. Es gibt nur wenig Arbeit. Geblieben sind die Alten, wie der Ziegenbauer Tonin Koleci. Jeden Tag bringt er seine Milch mit dem Eselskarren zu einem ganz besonderen Ort. Dem Shade of the Fairies, dem Restaurant von Altin Prengas. Der 31-Jährige hat das Gasthaus seiner Eltern vor 5 Jahren zusammen mit seinem jüngeren Bruder übernommen. Altin kocht ausschließlich mit Produkten aus der Region. Die Bauern beliefern das Restaurant täglich mit frischem Gemüse, Früchten, Getreide, Fleisch und Milch. Das Restaurant steht direkt unterhalb des alten Bauernhauses seiner Eltern, das er vor ein paar Jahren sanieren und erweitern ließ für Gäste und Touristen. Die Besucher kommen von weit her, um im Shade of the Fairies zu essen. Auch der albanische Premierminister war schon da. Die meisten der Mitarbeiter arbeiten seit der Eröffnung des Restaurants mit Altin zusammen. Er gilt heute als einer der besten Köche des Landes. Wir haben vor 5 Jahren das erste Slow-Food-Restaurant in Albanien eröffnet. Slow-Food war den Albanern bislang nicht bekannt. Unsere Idee ist es, traditionelle albanische Gerichte mit einem modernen Touch zu kochen. Das Wichtigste für uns aber ist, dass die Produkte aus der Region kommen, von den Bauern in der Gegend. Die albanische Küche hat 2 große Tsunamis erlebt. Oftmals können Invasionen eine Kultur bereichern, aber der Kommunismus war nichts anderes als eine Diktatur.
Sie hat unser kulinarisches Erbe zerstört. Davor waren wir ein reiches Land. Wir tauschten uns mit den Traditionen der Küche in Osten und Westen aus. Mit Italien, Deutschland und der Türkei. Aber die Diktatur hat das alles vernichtet, weil sie den Albanern den freien Willen nahm. Kleine und große Bauern gab es nicht. Es gab keine privaten Unternehmer. Nicht einmal Festlichkeiten wie Weihnachten oder Ramadan waren erlaubt. All diese Beschränkungen haben zu einer fehlenden Tradition beim Kochen geführt. Nur in den Bergregionen, in den sehr versteckten Gegenden, haben die Traditionen überlebt, weil die Diktatur diese Gegend nicht kontrollieren konnte. Dann kam die Demokratie und die war noch schlimmer, weil das Hauptaugenmerk ausschließlich auf der ausländischen Küche lag und sich auf fremde Einflüsse konzentrierte. Heute ist es etwas besser, aber es gibt immer noch mehr internationale Restaurants als albanische. Altin und seine Familie sind ihrer Zeit weit voraus. Nachhaltigkeit und die Rückbesinnung auf kulinarische Traditionen sind in Albanien bis heute selten. Altin schaut nach vorne, in eine Zukunft, die bei allem Erfolg ungewiss ist. Von Lesa geht es weiter in Richtung Tirana. Nur 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt lebt der Landwirt und Winzer Haidar Kutschi auf seinem Hof in Marikai. Der 56-Jährige bewirtschaftet das Land zusammen mit seiner Familie und hat etwas geschaffen, was in Albanien nicht selbstverständlich ist. Ich bin in dem Dorf Marikai geboren und habe Agrarwissenschaften studiert. Bis in die 90er Jahre arbeiteten wir unter dem kommunistischen System. Als das zusammenbrach, konnten wir den privaten Betrieb wieder aufnehmen. Wir bekamen unseren Besitz, unser Land zurück und begannen, es selbst zu bewirtschaften. Ich habe insgesamt 1,5 Hektar Weinanbaufläche, wo ich Trauben anbaue und Wein produziere. Neben dem Wein haben wir Gemüse und Olivenbäume. Wir haben Ziegen und Kühe. Die Milch von den Tieren verarbeiten wir zu Käse und verkaufen ihn. So arbeiten wir nun seit 20 Jahren selbstständig und manchmal in der Hochsaison stellen wir noch ein paar Helfer ein. Auch Sohn Skelkim und Haidars 81-jährige Mutter Cemalje leben auf dem Hof und helfen mit. Cemaljes drei andere Söhne wanderten nach Italien aus. Haidar blieb als einziges Kind in der Heimat und musste nach Ende der Diktatur 17 Jahre lang um die Rückgabe des Familienbesitzes kämpfen. Sieben Bunker auf dem Hof sind ein Erbe aus dieser Zeit und gehören offiziell noch immer dem Staat. Haidar darf sie jedoch privat nutzen. In einem steht die alte Kälteanlage, die er gemeinsam mit seinem Bruder vor 10 Jahren gebraucht in Italien gekauft hat. Wir fermentieren, verarbeiten und etikettieren unseren Wein hier. Diese Bunker eignen sich hervorragend für die Weinproduktion. Im Sommer ist es kühl und im Winter warm.
Die Temperaturen unterscheiden sich im Sommer und Winter kaum voneinander. Die kommunistische Armee hat die Bunker als Lager für Autos und Waffen und andere Armeegerätschaft genutzt. Aber als das kommunistische System zusammenbrach, haben sie alles leergeräumt und mitgenommen, was ihnen gehörte. Jetzt nutze ich sie als Lagerfläche. Sie dienten als Armeedepot und jetzt nutzen wir sie als Weindepot. Haidars Hof liegt weniger als eine halbe Stunde mit dem Auto von der Hauptstadt entfernt. Tirana. Die Stadt ist mit mehr als 400.000 Menschen kultureller, politischer und wirtschaftlicher Mittelpunkt des Landes. Marode Gebäude zeugen von der kommunistischen Vergangenheit. Inzwischen wurden sie bunt angemalt, wie so viele Häuserfronten. Eine Idee des Künstlers und späteren Bürgermeisters Edi Rama. Ein Gefühl von Niedergang und Neubeginn ist in Tirana allgegenwärtig. Die Stadt ist noch sehr jung. Erst 1920 wurde sie zur Hauptstadt Albaniens. Rund zwei Jahrzehnte später zum Machtzentrum Enver Hoxhas. Die langen Jahre unter dem Regime prägten die Menschen und das Stadtbild gleichermaßen. Deshira Maya musste schon mit 15 Jahren unter der kommunistischen Herrschaft mit 2000 anderen Mädchen Teppiche weben. Seit 40 Jahren ernährt sie durch ihre Weberei die vierköpfige Familie. An einem großen Teppich sitzt sie 20 Tage. Unter den Kommunisten mussten ausschließlich junge Mädchen diese Arbeit machen. Wir gingen nicht in die Schule. Wir durften nicht in die Schule, wegen der Wirtschaft. Wir arbeiteten für 5 Cent unter dem Regime und unsere Eltern wurden gezwungen, ihre Töchter in die Weberei zu schicken. Und die Teppiche wurden ausschließlich für den Export genutzt. Die Zeiten haben sich geändert, doch einfach ist es auch heute nicht. Deshira findet nicht genügend fähige Arbeiterinnen mehr und webt jeden Tag 12 bis 16 Stunden. Ich bin glücklich, dass der Kommunismus vorbei ist. Es war eine Diktatur für Familien. Meine Kinder hätten in dieser Zeit keine Chance gehabt zu studieren, egal welcher Job. Bildung ist Bildung und Handwerk ist Handwerk. Aber die Bildung ist das Wichtigste. Und ich bin sehr glücklich, dass dieser Tag gekommen ist. Eine höhere Ausbildung wäre für Frauen wie Deshira unter dem Kommunismus unmöglich gewesen. Heute studieren in Albanien mehr Frauen als Männer. Auch wenn die Fassaden in den Innenhöfen etwas anderes vermitteln, das heutige Albanien ist ein junges Land. Hippe, unkonventionelle und junge Kreative haben sich die alten kommunistischen Bauten zu eigen gemacht. Viele von ihnen haben im Ausland gelebt und sind wieder nach Tirana zurückgekommen.
Die Fotografiestudentin und Schauspielerin Fioralba Cremadi ist eine von ihnen. Für ihre Abschlussarbeit ist sie in diesen Tagen viel unterwegs. Fioralba liebt den Kontrast von alt und neu in ihrer Heimatstadt. Eine besondere Energie, die sie so nur aus Tirana kennt. In der Altstadt trifft sie sich mit ihrer Freundin Maya, die ihr heute Modell steht. Auf den schmalen Bürgersteigen stehen Fahrräder, Teppiche und Möbel zum Verkauf. Da die kleinen Läden keinen Platz haben, stellen die Händler ihre Ware einfach auf die Straße. Kurzerhand wird das Sofa zur Kulisse. Für Fioralba macht diese Energie das Besondere an Tirana aus. Tirana selbst ist kreativ. Überall, wo man hingeht, kann man die extremsten Sachen finden. Von modernen Gebäuden bis zu alten kommunistischen Bauten. Viel Umweltverschmutzung einerseits und Menschen, die umweltbewusst leben wollen. Sehr arme Menschen und daneben sehr reiche Menschen. Hier gibt es alles und für jeden etwas. Diese Stadt ist sehr inspirierend. Es ist nicht das Problem, Arbeit zu finden, sondern damit auch genug Geld zu verdienen. Nur wenige Menschen können von ihrer Kunst allein leben. Für Frauen ist das noch schwerer hier. Ja, es ist schwer, aber es muss auch vorwärts gehen und wir müssen einen Weg finden. Es gibt keine geraden Straßen. Nichts ist einfach. Die Zukunft Albaniens, sie liegt in den Händen dieser Generation.